Herzlich willkommen bei Aktien im Fokus mit Fit for Finanzen und Free Stocks. Wir schauen auf einen Wert ganz explizit aus dem US-Handel, ergründen ein wenig die Historie und natürlich das Chartbild. Und da habe ich als Gast den Roland Jegen heute wieder. Hallo Roland. Hallo Andreas. Heute geht es um Kommunikation, nicht nur zwischen uns, sondern um ein Kommunikationsunternehmen. Genau, es geht um die Verizon bzw. Verizon Communications, eins der größten US-Telekommunikationsunternehmen. Ja, jetzt haben wir es schon verraten und neulich ging es um T-Mobile US und damit haben wir hier schon den zweiten im Bunde von den Top 3. Das Unternehmen stammt tatsächlich aus New York und entstand durch eine Fusion, also im Jahr 2000 durch die Fusion der Bell Atlantic Corporation mit der GDE Corporation. Dadurch entstand dieser große Gigant. Genau. Und da wurde zwischenzeitlich auch mal eine AOL übernommen und auch später das Kerngeschäft von Yahoo. Und da ist man dann verschmolzen zu Verizon Media im Jahr 2019. Aber letztendlich wurde diese Sparte dann auch wieder verkauft für 5 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Muss man letzten Endes in dem Bereich auch, denn wenn man eine gewisse Marktmacht erreicht, dann kann man auch nichts mehr zukaufen. Dann sagen die Wettbewerbsbehüter, ja, kaufst du Firma A hinzu, dann musst du Firma B und C verschmelzen und abspalten. Also so ist es auch hier geschehen. Über die Marktmacht reden wir gleich noch einmal gesondert. Interessant fand ich den Fakt, dass es ja auch als amerikanisches Unternehmen hier das Betreiben gibt für europäische Unterseekabel, denn diese Datenströme, die von A nach B laufen, die laufen nicht über Satelliten, sondern tatsächlich über so riesengroße Kabel unter Meer. Genau, und wirklich zwei dieser europäischen Unterseekabel, die betreibt diese Verizon. Da geht es letztendlich dann einmal vom französischen Calais nach Dover, ähnlich wo auch der entsprechende Eurotunnel verläuft. Und die andere geht von dem niederländischen, ich kann es gar nicht aussprechen, wie dieser Ort in den Niederlanden heißt, aber letztendlich auch nach Großbritannien. Das sind also Verbindungen für wichtige Datenströme innerhalb Europas, insbesondere mit Großbritannien. Ja, und vor allem in Europa kennt man Verizon als Business-Partner, Verizon Business. Da gibt es nämlich für Geschäftskunden, für Behörden, für Regierungen, kommen wir gleich darauf zu sprechen, entsprechende Pakete. Das Unternehmen ist also breit aufgestellt, möchte die digitale Transformation vorantreiben und da sind sie ja in Deutschland eigentlich genau richtig. Genau, da sind Sie auch in Deutschland ganz richtig und sprechen hier auch entsprechend die Geschäftskunden an. In Deutschland agiert man nicht, fokussiert man sich nicht auf die Privatanwender, sondern wirklich nur auf reine Businesskunden. Ja, da sind wir schon beim Kritikpunkt. Es gab nämlich das ein oder andere Skandelchen, je nachdem, ob man das jetzt größer für sich wertet oder sagt, ja, kann ja mal vorkommen, habe ich ein paar Sachen aufgelistet. 2008 ging es los als Mitarbeiter. Und da kann man das Unternehmen vielleicht nicht an sich jetzt an den Pranger stellen, aber die Mitarbeiter, dass sie sich Zugang zu den Mobilfunkdaten vom Präsidenten Barack Obama verschafft haben. Ja, das war damals ein relativ großer Skandal in den USA. Und ja, später 2013 hat auch dieser bekannte Whistleblower Edward Snowden enthüllt, dass der US-amerikanische Geheimdienst und seine Pachter sowie die US-Regierung regelmäßig die Herausgabe aller Verbindungsdaten vom Provider Verizon verlangen. Und letztendlich leisten die diesem auch Folge und haben die Daten dann immer entsprechend auch rausgegeben. Ja, das ist schon ein starkes Stück. Also man denkt, man kann sich ungestört unterhalten. Es gibt so ein paar Begriffe, ich will da nicht zu tief rein eintauchen, aber man kann das in Deutschland, wenn man es möchte, testen und diese Begriffe mal nennen im Telefonat und warten, ob man Besuch bekommt oder ob es knackt in der Leitung. Okay, anderes Thema. Schon ein Jahr später ist die deutsche Regierung darauf aufmerksam geworden, hat ihre Internetdaten und Verträge überprüft und ihnen ist aufgefallen, oh, wir haben doch auch den Vertrag über Verizon, wir kündigen das mal lieber. Genau, da hat man sich distanziert von diesem Anbieter und hat dann vielleicht doch eher auf ein etabliertes deutsches Unternehmen gesetzt. Ja, man hofft doch, dass der Deutsche Bundestag jetzt mit der Deutschen Telekom beliefert wird und da so ein bisschen Nationalstolz entwickelt, auch mit an der Seitenlinie. Die Nummer 2 im Überblick, wir haben mal die Daten aufgeclustert aus den letzten 15 Jahren oder ab 2020 15 Jahre zurück. Und da fällt auf, dass die Umsätze steigen, der Gewinn steigt auch größtenteils, die Angestellten sinken. Liegt das daran, dass wirklich eine digitale Transformation auch innerhalb der Firma stattfindet?
Das ist durchaus möglich. Also ich kenne nicht die genauen Hintergründe, aber da geht es natürlich vieles in die Richtung Digitalisierung und es ist nicht immer alles mehr so mitarbeiterintensiv, wie es vielleicht früher der Fall war. Von daher ist das durchaus ein Argument, dass es daran liegt, dass die Angestelltenzahlen doch deutlich abgebaut worden sind über die letzten 15 Jahre. Ja, und trotzdem zahlt das Unternehmen eine hohe Dividende. Und das erinnert auch wieder an die Telekom. Ich glaube, das gilt für die meisten Mobilfunk- oder Telefonanbieter. Wenn man das Festnetz jetzt mal mit einbeziehen möchte, die Dividendenrendite in Prozent ist aktuell bei 2,5. Das ist für einen amerikanischen Wert ordentlich. Ja, ist sehr ordentlich für den US-Wert und die Dividendenrendite soll auch immer weiter ansteigen in den nächsten Jahren. Also das sieht für Anleger sehr, sehr positiv aus. Jetzt bringen wir die zwei letzten Fakten zusammen. Also Dividende soll steigen, die Mitarbeiterzahl sinkt, heißt, man spart auch ein bisschen letzten Endes an Lohnkosten ein, denn die Umsätze stagnieren ja eher. Genau, die Umsätze stagnieren eher. Das heißt, man möchte eher etwas weniger Geld ausgeben und dann trotzdem vielleicht noch einen ordentlichen Gewinn ausweisen können. Also es ist kein großer Wachstumswert, aber es ist durchaus eine Stagnation auf hohem Niveau, könnte man sagen. Von daher ist es durchaus ein interessantes Unternehmen und auch eine interessante Aktie. Ja, die Frage geht damit einher, was macht denn die Konkurrenz, nachdem wir uns T-Mobile US angeschaut haben und jetzt Verizon? Noch ein paar Fakten dazu. Das operative Ergebnis, das sind die letzten Quartalszahlen, das blieb stabil, aber der Gewinn ist ein bisschen zurückgekommen und vor allem auch die Kunden schwinden und die sind nicht einfach weg, weil sie nicht mehr telefonieren wollen, sondern die wandern zur Konkurrenz. Genau, die wandern letztendlich zur Konkurrenz, zum Beispiel zu T-Mobile US oder auch zu AT&T, das ist dieser dritte große Anbieter im Bunde in den USA. Der hat wiederum 690.000 Mobilfunkkunden letztendlich hinzugewinnen können in diesem Zeitraum. Von daher sieht man da schon eine Abwanderungstendenz vielleicht hin zu AT&T oder auch zu T-Mobile. Dann sollten wir vielleicht auch AT&T demnächst nochmal mit vorstellen, gesondert als Platzhirsch quasi im Segment des Telefonierens. Und das ist ein Produkt, so ähnlich wie ein Friseurtermin. Ja, also das kannst du ja auch nur einmal wahrnehmen. Keiner hat parallel zwei Telefongespräche am Ohr. Ganz genau, dann ist man auch wirklich fokussiert normalerweise auf einen Anbieter und wechselt auch nicht regelmäßig, sondern in der Regel, wenn man zufrieden ist mit einem Anbieter, dann bleibt man auch über Jahre, vielleicht sogar über ein ganzes Jahrzehnt oder länger bei dem einen Anbieter. Da muss man entweder Probleme haben oder dass die Preise rasant ansteigen, dass man sich vielleicht da nach einer Alternative umschaut. Ja, und das denken auch die Analysten, die sich mehrheitlich auf Halten eingeschossen haben, mit einer kleinen Tendenz Richtung Aufstocken kaufen. Kann denn das das Chartbild untermauern? Wir haben ja die Corona-Tiefs relativ nah in Sichtweite. Genau, man sieht auf jeden Fall über die letzten Monate hier einen absteigenden Trendkanal, der sich entwickelt hat, nachdem die Aktie insbesondere hier zur Corona-Zeit sehr, sehr volatil war. Sie ist gefallen damals bis unter 50 Dollar. Und ja, diesem Kursniveau haben wir uns auch wieder genähert. Das haben wir sogar unterschritten kurzzeitig. Das war fast hier Ende April, Anfang Mai so eine Übertreibung auf der Unterseite. Da sieht man auch, da ist man deutlich aus diesem absteigenden Trendkanal nach unten rausgefallen. Konnte sich aber sehr, sehr schnell erholen. Und aktuell handelt man im Bereich von 50 Dollar. Und da haben wir auch einen sehr interessanten potenziellen Unterstützungsbereich. Das war eine Unterstützung aus der Vergangenheit, die man auch das ein oder andere Mal getestet hat. Knapp darunter verläuft hier auch der 50-Tage-Durchschnitt, der so langsam anfängt, nach oben zu drehen. Und vielleicht kann der im nächsten Anlauf hier auch als Unterstützung fungieren. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hier, wenn dann auch der 100- und 200-Tage-Durchschnitt, die aktuell immer flacher werden, überwunden werden kann, dass es hier zum Aufwärtsimpuls kommt und zumindest die obere Trendkanalbegrenzung angelaufen werden könnte. Die liegt aktuell bei circa 54 Dollar. Knapp darüber im Bereich von 55 bis 56 Dollar kommt dann auch ein nächster potenzieller Widerstand ins Spiel. Also es gibt hier durchaus eine attraktive Chance auch auf der Oberseite, wenn man dann vielleicht mit einem engen Stop hier unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts agiert, wer hier als Investor auf der Long-Seite einsteigen möchte. Ja, und wie wir schon eingangs sagten, mit dem kleinen Vergleich zum Friseur, telefonieren oder kommunizieren tut man immer. Insofern ist das vielleicht ein Puzzlestück für so eine Gesamtportfolio-Diversifikation.
Genau, ist durchaus ein interessanter Wert, weil er auch nicht zu volatil ist, um vielleicht auch das Gesamtportfolio damit etwas zu kletten. Sehr schön. Dann lieben Dank für die Informationen und bis bald, Roland Jegen. Sehr gerne.